Ja, in diesem Video möchte ich euch zeigen, dass eine Differentialgleichung nicht vom Himmel fällt, sondern auf natürliche Weise entsteht, und zwar aus physikalischen oder betriebswirtschaftlichen Problemen heraus. Wir nehmen mal folgendes Problem. Ich fahre mit meinem Fahrrad und höre dann plötzlich auf zu strampeln. Das heißt, ich lasse mein Fahrrad ausrollen. Ja, das mache ich hier zum Zeitpunkt T0. So, und das ist hier der Weg. Also hier höre ich auf zu strampeln und lasse jetzt mein Fahrrad ausrollen. Gut, was wird passieren? Ihr wisst sicher alle, das Fahrrad wird nicht unendlich weiterfahren. Es wird stehen bleiben. Ja, warum? Weil wegen dem Luftwiderstand. Der wirkt nämlich entgegen der Fahrtrichtung. Also wenn ich jetzt hier ankomme, dann wirkt der Luftwiderstand abbremsend. Das heißt, der bewirkt eine negative Beschleunigung. Die Beschleunigung bezeichnet man mit A. Und diese negative Beschleunigung, also das ist das Fahrrad, die Luft drückt hier gegen und bewirkt eine negative Beschleunigung und lässt mich abbremsen. Ne? Also normalerweise trampel ich ja in die Pedale und das bewirkt eine positive Beschleunigung. Aber der Luftwiderstand wirkt dagegen in die andere Richtung, nach links, wirkt eine negative Beschleunigung. Ja. Und was mich jetzt interessiert ist, wenn ich jetzt zum Zeitpunkt T0 aufhöre zu trampeln, was wird mein Fahrrad machen? Wird also die Geschwindigkeit, ich zeichne mal auf, das ist die Zeit und das ist die Geschwindigkeit, wird die Geschwindigkeit so runtergehen, bis ich hier stehen bleibe, oder wird die Geschwindigkeit erstmal konstant bleiben und wird dann ganz schnell runtergehen, oder wird die Geschwindigkeit erst viel langsamer und wird dann ungefähr gleich bleiben, bis ich dann stehen bleibe. Ja, ich weiß also nicht, wie wird sich das Fahrrad verhalten. Ich suche also eine Funktion, wie sich die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit verhalten wird. Also eine Funktion v von t ist gesucht. So, Augenblick, jetzt wische ich das mal eben weg, das Problem. Ja, und wenn eine Funktion gesucht ist, das hatten wir ja gesagt, eine Funktion gesucht ist, eine Funktion entsteht immer aus einer Differentialgleichung. Ich muss also irgendwie versuchen, eine Differentialgleichung aufzustellen, die mein Problem beschreibt, damit ich hier eine Funktion erhalte. Ne? Gesucht war ja eine Funktion, habe ich ja erklärt. Gut, dazu wollen wir uns mal überlegen, wie sich die Beschleunigung, also diese negative Beschleunigung und die Geschwindigkeit verhalten. Das ist ja jetzt so, wenn das mein Fahrrad ist, je schneller ich fahre, desto größer wird der Luftwiderstand sein. Das kennt ihr ja. Wenn ihr schnell Fahrrad fährt, strömt euch viel Luft entgegen. Und desto größer wird die negative Beschleunigung sein. Ne? Also kann ich sagen, je größer meine Geschwindigkeit, mit der ich fahre, Geschwindigkeit ist v vor t, desto größer wird diese negative bremsende Geschwindigkeit durch den Luftwiderstand sein. Also die Beschleunigung, die negative Beschleunigung a vor t. Gut, da die Beschleunigung nur von der Geschwindigkeit abhängt, kann ich das Ganze in eine Formel packen. Dann steht da v von t gleich k mal a von t. Ja, denn die Beschleunigung hängt nur von der Geschwindigkeit ab. Die Konstante ist unter anderem dazu da, die Einheiten auszugleichen. Also die Geschwindigkeit wird ja in Meter pro Sekunde gemessen, die Beschleunigung aber in Meter pro Sekunde Quadrat. Die kann ich also schon mal allein deshalb nicht gleichsetzen. Ne? Das geht also gar nicht. Also auf jeden Fall eine Konstante dazwischen, die brauche ich auf jeden Fall. Gut, machen wir mal weiter. Jetzt habe ich also hier eine Gleichung. Das ist aber noch keine Differentialgleichung. In der Differentialgleichung haben wir ja gesagt, kommen Ableitungen vor. Ja, wie zum Beispiel V' oder T' oder X'. Ja, das sind Ableitungen oder Doppelstrich. Kommt aber hier nicht vor. Ich suche aber eine Funktion, da brauche ich also eine Differentialgleichung. Ja, was mache ich? Da erinnere ich mich an den Physikunterricht oder an unseren Physikkurs auf www.mathematik.net. Und da haben wir eine Formel hergeleitet oder erklärt, die hieß, die Ableitung der Geschwindigkeit, also v' vor t, ist gleich der Beschleunigung. Oh, halt, da fehlt noch ein t, a von t. Ja?
Also die Ableitung der Geschwindigkeit ist gleich der Beschleunigung. Also kann ich hier a von t, nein, hier oben a von t durch dieses v' von t ersetzen, weil diese Formel hier gilt. Dann erhalte ich die Gleichung v von t gleich k mal v' von t. Ja, und das ist jetzt tatsächlich eine Differentialgleichung. Ja. Weil da kommt ja eine Ableitung vor und wir haben gesagt, wenn eine Ableitung vorkommt, ist es eine Differentialgleichung. Vielleicht ist euch das klarer, wenn ich statt v schreiben würde y, dann würde da stehen y gleich k mal y'. Ne? Ja, wenn man Anfänger ist, dann verwirren einen die Zeichen, weil sonst heißt die Ableitung immer y' und hier heißt sie plötzlich v von Strich. Ist aber auf jeden Fall eine Differentialgleichung, weil hier steht ja eine Ableitung. So. Jetzt lösen wir die durch ein Verfahren, das ich euch im nächsten Kapitel auf www.mathematik.net zeige. Das heißt Separation der Variablen. Und dann erhalten wir die Lösung v von t. Also die war ja gesucht. Und die lautet c mal e hoch minus k mal t. Das ist also die Lösung. Diese Funktion ist die Lösung. Ja, das war die Differentialgleichung, die ist aus dem physikalischen Problem heraus entstanden. Die haben wir gelöst. Ich zeige euch später wie. Und das ist also die Lösung. Jetzt versuchen wir die Lösung, also diese Funktion zu interpretieren. Wir sehen auf jeden Fall schon mal, das ist die E-Funktion. Ne? Also hier ist die Variable t statt normalerweise x. Normalerweise heißt die e-Funktion ja e hoch x oder e hoch k mal x oder sowas. Ne? Aber hier kommt statt x t vor, ist aber auf jeden Fall eine Exponentialfunktion. Und die verläuft, weil hier ein Minus steht, verläuft die so. So, und jetzt können wir auch sagen, also das hier ist v, das ist t. Jetzt können wir auch sagen, wie unser Abbremsvorgang mit dem Fahrrad vonstatten gehen wird. Wir sehen hier, also das ist die Zeit nach dem Abbremsen. Die Geschwindigkeit wird erst steil runtergehen. Sag ich mal, du fährst hier 30, dann bist du ganz schnell auf 20. Aber dann wird die Geschwindigkeit nur noch langsam sinken. Ja, das ist die Lösung. Diese Funktion hier, beziehungsweise das ist ja diese hier, das ist die Lösung. Und wir haben gezeigt, wie aus einer physikalischen Aufgabe beziehungsweise eine Aufgabe aus dem täglichen Leben, eine Differentialgleichung entsteht und wie man die Lösung dann interpretieren kann. Ja, das war's erstmal. Also ihr braucht nicht alles verstanden haben. Ihr sollt nur einen Einblick bekommen haben, wie Differentialgleichungen funktionieren. Den genauen Lösungsweg, den gebe ich euch später im Kurs an. Das war's erstmal. Auf Wiedersehen.